Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und heute geht es um das Scoring-Modell, das Scoring-Modell. Und dieses Scoring-Modell spielt eine ganz zentrale Rolle in der Betriebswirtschaftslehre. Ich werde gleich zeigen, warum, aber zunächst lassen Sie uns den Begriff klären. Statt Scoring-Modell, Score ist nichts anderes als der Punktwert. Ja, Score sind die Punkte, die man holt, bei einem Wettbewerb zum Beispiel im Sport. Scoring-Modell kann man also auch nennen ein Punktbewertungsverfahren. Ein Punktbewertungsverfahren oder im Bereich der Personalwirtschaft begegnet uns im Grunde das Gleiche als gewichtetes Rangreihenverfahren, das ist im Grunde auch nur eine Verkleidung des Scoring-Modells. Und was ist die zentrale Bedeutung des Scoring-Modells? Wenn wir mal hier zwei Welten sozusagen voneinander abgrenzen, das ist die Welt der Qualität und das ist die Welt der Quantität, dann können wir sagen, dass das Scoring-Modell ein wichtiger Dolmetscher ist. Also sozusagen hier an der Schwelle, an der Grenze zu den beiden Welten oder an der Grenze, die die beiden Welten trennt, steht das Scoring-Modell als Dolmetscher zur Verfügung. Und zwar übersetzt das Scoring-Modell die Dinge hier in der qualitativen Welt, die man in Zahlen nicht messen kann, übersetzt es und bringt es in eine Messbarkeit. Mit anderen Worten, übersetzt es in Zahlen. Es gibt einen wichtigen Grundsatz in der Betriebswirtschaftslehre, der da lautet, wenn du es nicht messen kannst, dann findest du dich hier, musst du es messbar machen. Und das Scoring-Modell ist ein wichtiger Dolmetscher. Das Scoring-Modell tut genau das. Wie es genau funktioniert, schauen wir uns dann in Teil 2 an. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert. Ich sehe Sie wieder in Teil 2. Danke.